Es gibt ja hier ganz, ganz viele Experten, für die sind diese Dinge auf den weißen Brettern wahrscheinlich voneinander unterscheidbare Bauteile. Für mich ist das alles Elektronik, mit der man interessante Dinge bauen kann, zum Beispiel reversible Addierer. Man kann damit aber auch Musik machen und das wird uns jetzt von zwei Menschen präsentiert, die eine Band haben, deren Namen ich nicht genau kenne. Ich habe nämlich eine neue Krankheit gefunden. Es ist Autokorrekturangst. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, bin aber jetzt nicht sicher, ob Autokorrektur daran schuld ist, dass die Conclusion heißen oder vielleicht Collusion. Ich präsentiere jetzt mal, könnt ihr hinterher erklären, ob es richtig ist. The Logical Conclusion. Herzlich willkommen. Danke, ich sag noch zwei Worte vorneweg. Also wir sind eine Band, die ist quasi auch 8 Stunden alt. Wir haben das Prinzip von Jugendhackt übernommen und haben sozusagen einen Circuit zusammengehackt. Das ist quasi der irreversible Addierer, weil wir verbrennen einfach Energie an Logikgattern, die dabei noch Töne erzeugen. Und wir hoffen, das macht Spaß für euch. Das ist eine kleine Auflockerung innerhalb der Präsentation. Später können wir noch Fragen beantworten. Viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Super! Dankeschön, das war echt der Hammer, das war wirklich was ganz Besonderes. Und während Markus schon mal mit der Gruppe Get Greats auf die Bühne geht, würde ich euch gerne noch die eine oder andere Frage stellen. Vielleicht könnt ihr das mal hier an der GoPro kurz zeigen. Ganz kurz, könnt ihr ganz kurz noch hier bleiben und mir Sachen zeigen? Genau, mit der GoPro war eigentlich der Gedanke. Können wir die nochmal auf dem Bildschirm haben? Genau, super. Könnt ihr mir einfach irgendwie ein oder zwei von den Komponenten erklären, mit denen ihr die Soundeffekte macht? Also zum Beispiel die Lichter hier, ist das ein Fahrradlicht? Sehe ich das richtig? Ja. Okay, du hältst mir. Also, sieht man das? Ja, also dieses hier zum Beispiel sind alles CMOS-Bausteine und das ist hier zum Beispiel ein Hex-Schmidt-Trigger. Da kann man, das Grundprinzip ist, zum Oszillator zu machen, ist, man schließt einen Logikbaustein kurz, der Ausgang geht auf den Eingang und dann sagt man immer Eingang ja, Ausgang nein, wieder aus, an den Eingang und dann macht er immer ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein und das macht er so schnell, bis wir hören können, wie schnell er arbeitet und das ist dann eine Rechteckwelle, die man hört mit diesem besonderen Sound, der auch in der 8-Bit-Musik favorisiert ist und man kann dann die Bausteine variieren, wie schnell er hin und her schaltet und das macht man, indem man diese Kette beeinflusst mit einem hier lichtempfindlichen Widerstand, den wir in diese Gummischläuche eingepackt haben und dann variiert er sozusagen den Widerstand, das heißt die Geschwindigkeit, mit der er schaltet, wird dadurch und die Tonhöhe heißt, das wird dann quasi verändert. Das heißt abhängig davon, wie viel Licht gerade da ist? Genau, also je mehr Licht, desto höher, desto schneller schaltet er, desto höher geht der Ton. Cool. Und kannst du mir noch ein oder zwei von den anderen Komponenten erklären? Weil das mit dem Licht habe ich erkannt. Ja, das ist was ich erkenne, so Fahrradlampen. Aber dann habe ich gesehen, dass ihr zwischendurch auch die ganze Zeit Stecker an- und abgesteckt habt und ich weiß nicht, Kreisläufe geschlossen habt oder so. Kannst du mir dazu noch ein oder zwei Sachen sagen? Okay. Auf Englisch. Oh, sorry. Ja, yeah, in English, no problem. So, what was the question? Oh, the question was whatever. Just answer whatever you feel like. No, I was wondering if you could explain to me some of the other components apart from the light. Like I saw that you were sticking things in and out. Yeah, so the way basic synthesizer work, you have an oscillator, what Jonas explained, but if you want something rhythmical, you need a clock. So here there's a clock and a clock divider, so I can have slower gates. And this other big thing, I don't know if you see this weird animal here, is giving pseudo-random gates. So I can have polyrhythm or like weirder rhythm out of this. So I was just like changing the clock, changing the rhythm. Yeah. Cool. Sind denn eure Tracks immer Improvisationen oder sprecht ihr vorher so ein bisschen ab, in welche Richtung es gehen soll? Naja, also wir reden darüber, wir probieren viele Sachen aus und dann entwickelt sich was, aber wir haben jetzt nichts sozusagen was Bestimmtes festgelegt. Jetzt orientieren wir uns daran, dass wir 10 Minuten Zeit hatten, die wir spielen sollten und dann versucht man in der Zeit ein bisschen einen Weg zu finden da. Und wie habt ihr euch gefunden? Also wie ist das gekommen, dass ihr beide aufeinander getroffen seid und festgestellt habt, dass ihr genau gerne auf diese Art und Weise zusammen Musik machen wollt? Das ist eine lange Geschichte, eigentlich zu lang für hier, aber ich kann nur kurz sagen, wir sind beide auch quasi Musikinstrumentenbauer und bauen digitale Musikinstrumente mit besonderem Interesse daran, ungewöhnliche Objekte zu haben, wo man Dinge tut, die vielleicht Resultate erzeugen, die man vorher sich gar nicht so gedacht hat. Das kann das Interface betreffen, aber auch das klangliche Resultat. Und in der Serie haben wir eigentlich seit 3 Jahren verschiedene Objekte gebaut und versuchen auch jetzt gerade irgendwie Gelder zusammen zu bekommen, dass wir aus diesen Prototypen irgendeine Serie bauen können, die dann vielleicht andere Musiker auch interessiert zu benutzen. Das klingt super cool. Wer jetzt Lust hat, noch mehr zu hören von euch, findet man euch auf Twitter, im Internet, habt ihr eine Webseite, wo findet man The Logical Conclusions? Ja, genau. Also das Wichtige ist die Summe. Also die Webseite ist sum-instruments.de, also sum-instruments.de. Alles klar. Also wer noch mehr davon hören möchte, kann diese Webseite besuchen. Ganz herzlichen Applaus nochmal an Jonas und Nico von The Logical Conclusion. Dankeschön.